mal zurück zu der Situation bzw. in diese Zeit, Herr Weigel. Wenn Sie heute auf das schauen, was daraus geworden ist, also Einheit, etwas, von dem wir sagen müssen, da muss man dankbar sein, dass das so gelaufen ist. Ist es gelungen, würden Sie sagen, das Ganze, das große Projekt, auch mit Blick auf das, was heute zum Beispiel teilweise wieder stattfindet, die Ressentiments, die es immer noch teilweise gibt, die Entwicklung des Euro beispielsweise, die ganze große Vision von Europa, ist es geglückt, was würden Sie sagen? Insgesamt ist es natürlich geglückt, denn Probleme hatten wir auch vorher, Probleme werden wir auch künftig bekommen. Aber wenn ich mir mal die Regionen der Welt anschaue, wenn ich nach Asien schaue, wenn ich in den Nahen Osten schaue, wenn ich nach Afghanistan gucke oder auch Südamerika, dann sind wir doch eine geradezu glückliche Region in Europa. Nicht unbeleckt von den Problemen. Natürlich stürzen die auch auf uns herein. Aber insgesamt geht es uns nicht schlecht. Aber wir haben auch Verbesserungsbedarf noch. Das ist gar keine Frage. Wenn Sie auf den Euro schauen, weil wir gleich darüber sprechen wollen, ist das etwas, was Sie schmerzt, der Zustand des Euros? Nicht der Zustand des Euros. Denn der Euro ist auch heute noch stärker als die D-Mark bei ihrem Abschied. Inflationsgefahr besteht nicht. Der Euro, die Währung, ist nicht das Problem. Das Problem ist der Zustand der Wirtschaft und der Finanzen in einigen Ländern und auch in einigen Bankinstitutionen. Wenn Sie sagen, Inflation droht nicht, wird wahrscheinlich Herr Friedrich gleich kontern und sagen, dafür droht eine Deflation, weil es nämlich eine Spirale sozusagen nach unten gibt. Aber das war ja die Sorge immer, nicht wahr? Genau. Dass der Euro inflationieren würde. Genau das hat er nicht getan. Das hat er nicht getan, aber im Grunde ist doch im Moment die Situation eigentlich die, Herr Friedrich, wenn ich das richtig verstehe, Inflation verzweifelt gesucht. Ja, von den Notenbanken. Ja. Aber ich denke mal, jeder hier im Studio kann bestätigen, wenn man überlegt, wie haben sich die Preise für Essen entwickelt, für Mieten und für Heizen. Das ist wohl alles exorbitant gestiegen. Aber offiziell wird uns immer vorgegaukelt, dass es keine Inflation gibt. Aber es gibt natürlich eine Inflation, weil genau für diese Sachen gibt der Bundesbürger am meisten Geld aus. Sie sagen, der Crash kommt nicht nur, sondern der Crash ist in Wahrheit die Lösung und je früher, desto besser. Wie ist denn das gemeint? Ja gut, wir haben ein Jahr lang recherchiert, um zu schauen, ob es eine Lösung gibt. Und wir sind zu dem erschütternden Ergebnis gekommen, dass es im bestehenden System keine Lösung gibt. Würde es eine Lösung geben, hätte uns die Politik schon längst lautstark und stolz präsentiert. Aber unser Finanzsystem hat eine mathematisch begrenzte Lebensdauer. Und das Haltbarkeitsdatum hierfür ist 2008 mit Lehman Brothers abgelaufen. Seitdem wird verzweifelt versucht, mit immensen Summen und mit demokratisch fragwürdigen Maßnahmen ein System zu retten, was eigentlich schon nachweislich gescheitert ist. Die fragwürdigen Maßnahmen, Herr Weigel, sind zum Beispiel die Tatsache, dass man versucht, gigantische Schuldenberge mit immer neuen gigantischen Schulden zu bekämpfen. Ist das eine schlaue Methode? Ja, ich würde das differenziert sehen. Das, was Herr Friedrich sagt, hat in Japan nicht funktioniert. Es hat aber sehr wohl in den Vereinigten Staaten von Amerika funktioniert, wo mit einer starken Ausdehnung der Bilanz und einer lockeren Geldpolitik immerhin ein beachtliches Wachstum von über 3% entstanden ist. Von dem aber viele, viele Millionen Amerikaner nicht profitieren. Ja gut, aber trotzdem. Und eine Entwicklung, die reiche Amerikaner unendlich reich gemacht hat. Das ist richtig, aber die Arbeitslosigkeit ist trotzdem zurückgegangen. Die Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten ist zurückgegangen und sie sind in keiner ökonomisch schlechten Situation, sodass sie sich jetzt sogar wahrscheinlich leisten können, die Zinsen anzunehmen. Eine gewisse Anhebung der Zinsen zurück in die Normalität durchzuführen. Hierzu muss ich zwei Sachen kurz ergänzen oder richtigstellen. Also erstens natürlich, die USA haben 45 Millionen Amerikaner können nicht von ihrer Händearbeit leben. Die bekommen Lebensmittelmarken vom Staat. Und zudem darf man nicht vergessen, die USA haben eine atomgedeckte Währung. Also solange die sozusagen die Weltmacht sind, können die machen und tun, was sie wollen. Und die USA sind auf gar keinen Fall auf einem guten Weg. Vor allem sind sie doch tun und lassen, was sie wollen, ist eine andere Frage. Denn es gibt immerhin etwa 30% der Weltwährungsreserven sind schon in Euro angelegt. Und die Währung der Chinesen, der Renminbi, wird natürlich an Wachstum und an Umfang zunehmen. Insofern läuft es schon eher in ein multilaterales System der Währungsordnung. Früher war es in der Tat so, dass mir der amerikanische Notenbankpräsident auf meine Frage "What's about the dollar?" sagte: "Theo, it's my currency and your problem." Also alles andere war den Wunsch. Also ist meine Währung und dein Problem, ja. So können die heute nicht mehr mit den anderen umgehen, wie das vor 20 Jahren noch der Fall war.
Herr Friedrich, wenn man sich das einmal anschaut, also die Entwicklung, auch die wir gerade kurz angedeutet haben, kurz skizziert haben, das ist ja auch etwas, was man nicht nur in den USA beobachten kann, wo mithilfe einer sehr, sehr extensiven und exzessiven Geldpolitik die Notenbanken drucken Geld, Geld, Geld in unvorstellbaren Mengen. Japan genau das gleiche Spiel. Auch im Euroraum gibt es mehr und mehr Stimmen, die sagen, lass uns diese gewaltigen Schuldenberge mit immer neuen Schulden bekämpfen. Mhm. Gleichzeitig diese ungute Entwicklung, dass man merkt, da entfachen wir vielleicht mal ein paar Strohfeuer. Da tut sich mal ein bisschen was. Die Banken, die sich wieder berappeln, die wieder Boni bezahlen plötzlich, die besser dastehen als vor der Krise. Gleichzeitig viele, viele Menschen, die von ihrer Arbeit nicht mehr wirklich leben können, die aufstocken müssen und bei denen dieser Aufschwung in gewisser Weise gar nicht ankommt. Wenn man nach Amerika schaut, komplett marode Infrastruktur, Straßen, die nicht funktionieren, Telefonleitungen, die nicht funktionieren. Also was läuft denn da schief? Alles. Das Geldsystem ist das Problem und wir versuchen seit 2008 sozusagen diese Krise zu retten, bekommen es aber nicht hin. Wir sehen ja mit den Billionen an Steuergeldern, die in das Finanzsystem gepumpt worden sind, haben wir keine wirkliche Besserung herbeibekommen. Das Problem ist das Geldsystem, das falsch gestrickt ist. Und man kann nicht Schulden mit Schulden bezahlen. Das kann und wird niemals funktionieren. Das Einzige, was die Politik Hand in Hand... Die Notenbanken nicht Steuergelder haben, sondern natürlich Notenbankgeld. Ja. Die Politik versucht seit Jahren Hand in Hand mit der Notenbank gemeinsam das Problem zu lösen, verschiebt es aber nur in die Zukunft, indem sie das Problem mit Geld überdecken. Und wir haben uns die letzten Jahre lediglich teuer Zeit erkauft. Aber die immensen Kollateralschäden, die werden irgendwann über uns hereinbrechen. Was heißt das denn ganz konkret? Und was heißt das für die Leute, die jetzt zu Hause zuschauen und sagen, was bedeutet denn das für mein Geld? Die sitzen zu Hause und merken, wenn ich das Geld zur Bank bringe, dann sagen die mir, pass mal auf, also 0,23% kriegst du noch mal. Und im Zweifel musst du bald damit rechnen, dass wir dir sogar negativ Zinsen bezahlen. Das heißt, du legst vielleicht 10.000 Euro dorthin und gehst mit 9.900 irgendwann wieder nach Hause. Ja, das ist die logische Schlussfolgerung der Niedrigzinsphase, die wir alle gerade erleben. Jeder Bundesbürger verliert momentan durch die Niedrigzinsphase Geld. Wir werden schleichend enteignet. Und das ist auch das Ziel. Die Staaten wollen die Kosten der Krise auf die Bürger überwälzen. Man darf nie vergessen, nicht der Staat geht pleite, sondern der Bürger geht pleite. So war es in der Vergangenheit leider immer. Heißt konkret für die Menschen draußen, was machst du denn, wenn du jetzt dein Geld hast, willst ein bisschen vorsorgen, sollst auch vorsorgen, also kriegen wir auch immer gepredigt, ihr müsst vorsorgen für euer Alter, weil Sozialsysteme, Rentensysteme, das ist alles durchaus wackelig, vor allen Dingen, wenn wir über unsere Generation jetzt hier sprechen, also wo geht's denn dann hin, wo lege ich denn mein Geld an? Sie haben vollkommen recht, wir haben in Deutschland 7,5 Millionen Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, die können weder für unsere Rente bezahlen, noch können sie eine adäquate Altersvorsorge für sich selber betreiben, das heißt, kommt eine Altersarmutwelle auf uns zu, die kann auch die Wirtschaftslokomotive Deutschland niemals stemmen. Und jetzt in einer Phase der Niedrigzinsen kann auch der normale Bundesbürger keine Altersvorsorge mehr für sich betreiben, weil die Rendite einfach nicht mehr gegeben ist. Wenn Sie sagen, Sie sind durch Europa gereist, ist das ein vor allen Dingen deutsches Phänomen, dieser gigantische Niedriglohnsektor, also wo wirklich eine große Zahl von Menschen nicht mehr von dem leben kann, was sie arbeitet. Haben das auch andere Länder in dem Ausmaß? Herr Lanz, Sie haben es vorhin richtig auf den Punkt gebracht. Das Vermögen konzentriert sich bei immer weniger Menschen. Also die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und das merken wir ja alle. Und wir sehen überall, dass der Niedriglohnsektor der Menschen, die nicht mehr von ihrer Händearbeit leben können, immer größer wird. Und dagegen muss man was tun. Diese Ungerechtigkeit ist auch eine Zeitbombe, ist ein gesellschaftliches Problem. Mhm. Was mache ich denn, wenn ich jetzt in der Lage bin, ein bisschen was zur Seite zu legen und muss mir überlegen, wo lege ich das denn jetzt eigentlich an? Also das Modell Lebensversicherung ist faktisch tot. Ist vorbei. Ja. Wo gehe ich denn dann hin? Immobilien laufen heiß, sind wahnsinnig teuer. Nein, also wir sagen ganz klar, erstmal keine Schulden haben. Dann sagen wir, raus aus Papierwerte, rein ins Sachwerte. Die Menschen sollen endlich wieder investieren in Sachen, die sie anfassen können und die sie verstehen können. Raus aus Papierwerten heißt was? Lebensversicherung, Bausparverträge, Aktien etc. In Sachen investieren, die sie verstehen und die sie anfassen können. Und das sind seit Hunderten oder seit Tausenden von Jahren bewährt. Sachwerte können nicht pleite gehen. Aber Aktien würde ich jetzt zum Beispiel sagen. Schauen Sie sich mal den aktuellen DAX-Stand an, schauen Sie sich den Dow Jones an, viele andere. Die sind unglaublich gelaufen. Ja. Da müssen doch Menschen richtig viel Geld verdient haben. Aber nicht der normale Bundesbürger, weil nur 7% der Deutschen haben Aktien. Das Problem ist, dass viele billige Geld der Notenbanken, das vagabundiert um die Welt und muss angelegt werden. Wir haben Anlagen.
Notstand. Und dann gehen sie halt in Immobilien und in Aktienmärkte und blasen diese künstlich auf. Und die Notenbanken, die sich sozusagen als Feuerwehr aufspielen, sind gleichzeitig Brandstifter. Und eine Blase muss durch eine immer neue, größere Blase abgelöst werden. Und irgendwann kommt halt der finale Kollaps, wenn wir nichts dagegen tun. Heißt das für Sie, dass auch zum Beispiel die Sachwerte, über die wir reden, das sind ja dann auch Immobilien. Warum darfst du denn da nicht rein? Ist eine Blase, weil die Preise schon massiv angestiegen sind. Man merken alle, ne? Auch die hier sitzen, gerade hier in Hamburg. Ja, also Hamburg, Stuttgart, München. Wer kann sich noch mit einem normalen Arbeitlohn sich eine normale Wohnung leisten? Das geht gar nicht mehr. Aber was heißt das denn übersetzt? Also wenn du jetzt beispielsweise das kleine Häuschen geerbt hast irgendwo, was machst du dann damit? Verkaufen? Nein, also wenn man eine schuldenfreie Immobilie hat, dann soll man natürlich da wohnen, weil ein Dach über dem Kopf ist immer gut, ne? Ja. Aber dann muss man natürlich schauen, wie man fürs Alter vorsorgen kann und was noch Sinn macht, was wirklich mir persönlich dient und nicht irgendwie den Banken, den Versicherungen und dem Staat. Aber nochmal, was ist es denn dann, wenn Sie sagen, die Immobilie ist es nicht, Papierwerte sind es auch nicht. Wo gehe ich denn dann rein? Ich glaube auch irgendwas ganz Konkretes wäre bestimmt mal gerne. Also zum Beispiel, was sich seit Hunderten von Tausenden von Jahren bewertet, das sind Edelmetalle, das sind Land, Wald, Streuobstwiesen, Sachwerte, die man einfach anfassen kann. Streuobstwiesen kaufen. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Herr Lanz, völlig neue Möglichkeiten. Wir beide eine Streuobstwiese, ja? Ja, und dann Wald, Land, Edelmetalle, Gold, Silber, direkte Unternehmensbeteiligung. Und Sie sagen auch in Ihrem Buch, man sollte durchaus mal nachdenken darüber, Whisky zu kaufen. Ist das ernst gemeint oder eine Schnapsidee? Nein, es ist auf jeden Fall. Es ist. Warum ist das gut? Es geht um Diversifikation, das erzählt Ihnen ja auch jede Bank. Mhm. Und bei Whisky ist es einfach so, Sie haben 40% garantiert. Ja? Also es kann Ihnen keine Bank versichern. Und im Notfall können Sie es immer noch, also Whisky ist auch ein Tauschmittel, eine Geldwährung, können Sie auch tauschen oder sich die Krise schön kriegen. Es kommt auf die Welt gegen dann, in der man unterwegs ist, ja, natürlich, ne? Natürlich. Ob das ein Tauschmittel ist. Ja. Aber es geht um Diversifikation, man sollte einfach mehrere Standbeine aufbauen und Whisky kann durchaus für den einen oder anderen eine sinnvolle Ergänzung sein. Mhm. Und im Notfall kann man es trinken. Ne? Also Sie haben ja gesehen, Herr Jelzin und Herr Kohl haben ja auch Wodka getrunken. Ist ja auch heftiger Alkohol. Zur Not ist es eine Möglichkeit, sich zu betäuben, sagen wir genau, mal. Genau, um die Krise erträglich zu machen. Genau. Ja, sich das Ganze schön zu trinken quasi. Genau. Lukas, auch schon mal darüber nachgedacht, Whisky zu kaufen, zu investieren? Als Fußballer steht man ja auch vor dem Problem, wie lege ich mein Geld an? Ganz Keller voll Whisky. Ganz ein Keller voller Whisky? Nein, natürlich nicht. Also. Aber sind das Gedanken, die du dir auch machst? Also die Frage, wie mache ich das alles? Wie kümmere ich mich um meine Finanzen? Ich meine, gerade Profisportler sind ja darauf angewiesen, dass sie nach einer sehr kurzen, sehr intensiven Phase, wo die Dinge auch gut laufen müssen, dann aber noch zusehen müssen, dass sie für den Rest ihres Lebens auch irgendwie noch was davon haben. So einfach ist das ja nicht, wie das manchmal so dargestellt wird. Nein, richtig. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Mhm. Also nicht nur Profifußballer, auch der normale Bürger. Also jeder muss da seinen Weg finden. Ob das jetzt eine Streuwiese ist, Whisky oder Immobilien, da muss jeder seinen eigenen Weg finden, was er für richtig hält. Also ich bin da jetzt keiner, der jetzt in irgendeine Richtung geht und eine Meinung zu hat. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich finde es interessant, auch gerade mal in Ihrem Buch zu schmökern, um mal zu sehen, wie eine andere Perspektive, ein anderer Blick auf diese ganze Geschichte geht. Herzlichen Dank bis hierhin und für diesen Moment.